Für die CDU-CSU-Fraktion hat die Kollegin Sibylle Pfeiffer das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was bewegt uns zurzeit, jeden Einzelnen von uns, die Medien, die Öffentlichkeit? Es ist das Flüchtlingsproblem. Es sind die unzähligen Menschen, die sich in eine ungewisse Zukunft, mit dem Aussicht auf eine ungewisse Zukunft ins Mittelmeer stürzen, zum großen Teil umkommen, unter fürchterlichen Umständen versuchen, nach Europa zu kommen, ist eigentlich etwas, was uns sehr beschäftigt, was uns auch in Zukunft noch beschäftigen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema ist noch nicht zu Ende. Aber schon und ganz schnell kommt ein Politikfeld in die Schlagzeilen, was eigentlich sonst die Beachtung nicht unbedingt der Medien und der Öffentlichkeit hat, nämlich die Entwicklungspolitik. Und plötzlich heißt es, die haben versagt. Die Öffentlichkeit, sogar die eigenen Kollegen sagen, ihr habt versagt. Was macht ihr eigentlich? Und ich glaube, es ist gut, dass wir mal darüber reden, was machen wir denn eigentlich? Und ich glaube, es ist auch der Zeitpunkt, dass endlich mal uns einer zuhört, was wir machen. Jemand hat es erkannt, das war nämlich die Frau Bundeskanzlerin, schon in 2007 in Heiligendamm, dass Frieden, Stabilität und Sicherheit nicht nur mit Außen- und Wirtschaftspolitik, sondern auch mit nachhaltiger, erfolgreicher Entwicklungspolitik zu erzielen ist. Deshalb haben wir auch dieses Mal in Elmau wieder entwicklungspolitische Themen auf der Tagesordnung. Und wenn es heißt, was macht ihr Entwicklungspolitiker eigentlich, dann muss ich sagen, wir machen sogar sehr viel, ohne dass Sie es vielleicht alle merken. Wir haben einen Entwicklungsminister, der vor anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht, mit welcher Vorausschau er das gemacht hat, eine Sonderinitiative in dem Haushalt installiert, der hieß Flüchtlingsursachen bekämpfen. Das ist das, was Sie permanent fordern. Wir machen es bereit. Und wie machen wir es? Wir versuchen vor Ort mit Hilfe von NGOs, aber vor allen Dingen mit Hilfe von funktionierenden, stabilen Regierungssystemen wirtschaftlichen Erfolg aufzubauen und zu unterstützen. Wir versuchen, staatliche, rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen, damit die Menschen sich in ihrem Lande sicher fühlen können. Wir versuchen, mit dem Aufbau von Gesundheitssystemen die Menschen überhaupt arbeitsfähig zu machen oder auch zu erhalten. Alles das sind präventive Maßnahmen, und ich könnte Ihnen noch ganz viele erzählen, wenn ich nicht schon wieder auf die Uhr schauen müsste, die Prävention in dem Bereich schon haben und machen und wo wir tätig sind, das schon seit Jahren zugegebenermaßen mit mehr oder weniger Erfolg. Wir haben hervorragend arbeitende Länder in Afrika, die wirtschaftlich dermaßen erfolgreich sind, und da kommen aber die Flüchtlinge nicht her. Wo kommen sie her? Sie kommen daher, wo wir aufgrund der staatlichen Strukturen, aufgrund der Zustände, der Bürgerkriegszustände, der Menschenrechtsverletzungen, des Fehlens von Staatlichkeit gar nicht in der Lage sind, Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Und insofern ist es schwierig, in diesen Ländern, und das ist nicht nur die Entwicklungspolitik, die da ein kleines bisschen nicht weiß, wie man mit diesen Ländern umgeht, es ist auch die Außenpolitik, es ist auch die Sicherheitspolitik. Was machen wir mit Failed States, mit sogenannten Staaten, wo wir keinerlei Ansprechpartner haben, wo wir keine Regierungen finden, mit denen wir zusammenarbeiten können? Ich finde, das ist die Zukunft, müssen wir uns darüber noch mehr gemeinsam machen. Fragen. Und genau da müssen wir noch mal über das Thema vernetzte Sicherheit eindeutig nachdenken. Nämlich da müssen wir uns überlegen, was kann Außenpolitik machen, was kann Verteidigungspolitik machen, was kann Entwicklungspolitik machen, und gelingt es uns, gerade diese Staaten, wo wir diese Katastrophen feststellen, wo wir Bürgerkriege haben, wo wir keine staatlichen Strukturen haben, können wir da in der Summe mit vernetztem Ansatz erfolgreicher arbeiten, als wir es selbstkritisch genug zurzeit tun. Ziel des Ganzen muss sein, dass wir uns als Entwicklungspolitiker eigentlich irgendwann mal selber abgeschafft haben, weil die Länder in der Lage sind, mit staatlichen, rechtsstaatlichen Strukturen, mit guter Wirtschaft, mit kleinen, mittleren Unternehmen, mit guter Ausbildung und Bildung und mit gestärkten Frauen, wie Frau Bundeskanzlerin eben gesagt hat, tatsächlich auch zum Erfolg geführt hat, und wir eigentlich Partner haben, mit denen wir auf Augenhöhe
wirtschaftliche Verhältnisse im gegenseitigen Nutzen haben. Lassen Sie mich ein Ding mal aufgreifen, weil ich glaube, G7 ist in dem Zusammenhang eine gute Basis, wo man diskutieren kann, weil es mal eben weit weg ist von irgendwelchen Strukturen. Es hat den informellen Charakter, den es eigentlich braucht und der notwendig ist, lieber Herr Gysi. Wir finden auch eine UN, die ist sicherlich wichtig. Aber das eine tun, das andere nicht lassen, ist das eine Thema. Aber das andere, dass wir feststellen müssen, auch die UN ist nicht allmächtig. Ich erinnere mal an Syrien, ich erinnere mal an die Ukraine. Auch da sind wir in Süden in der UN nicht vorwärts gekommen. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Aber etwas fand ich bemerkenswert, Herr Gysi, wenn ich das zum Abschluss noch sagen mag. Ihre Einlassung zu G7 und zu der Veranstaltung an sich. Und letztendlich auch die Frage, was passiert da eigentlich? Und wir gehen dahin und demonstrieren. Ich finde, Sie sollten das tun. Ja, wir können demonstrieren. Sie können demonstrieren. Ich bezweifle, dass Sie persönlich dahin gehen. Aber ich weiß, dass ganz viele Ihrer Kollegen dahin gehen. Ich komme aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt. Ich habe erlebt, was in Frankfurt passiert ist anlässlich der Eröffnung der EZB. Ich weiß auch, ich möchte nicht sagen zwielichter, aber durchaus zu diskutierende Rolle der Linken in dem Zusammenhang. Wenn Sie jetzt schon ankündigen, dass Sie dort zu demonstrieren gehen, dann erwarte ich andererseits von Ihnen, dass Sie als demokratisch gewählte Mitglieder der Parlamente, sowohl der Bundes- als auch Landesparlamente, somit Vertreter des Rechtsstaats sind, dass Sie sich genau dem entgegenstellen, wem wir nämlich jetzt entgegenschauen. Chaoten, Randalierer. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich erstens von denen distanzieren, dass Sie sich zweitens denen entgegenstellen, damit alles das, was wir zurzeit befürchten und was unglaubliche Kosten auch zusätzlich verursacht, dass das nicht passiert. Das erwarte ich von Ihnen und ich hoffe, dass ich das in der Zeitung auch lesen darf. Der Kollege Dr. Andreas